zusammen und willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator 2018 und heute machen wir uns auf die Fertigstellung des Motors von unserem Kadett C Coupé GTE und die ersten Teile habe ich mal schon gekauft und den Motor hier drauf gehievt und hier haben wir eine nette Servolenkungspumpe Qualität 4 und ihr seht, selbst gegenüber vom Tuning ist die nochmal ein ganzes Stück besser. Da bauen wir die natürlich gerne ein. So, die Kurbelwelle schmeißen wir hier rein. Den Tuning-Generator da rein. Eine Wasserpumpe rein. Und den Ölfilter können wir eben auch dran schmeißen. Ja, und dann machen wir uns schon an die Kolben. Die müssen wir natürlich kaufen. Tuning-Kolben. 4 Stück. Und die Kolbenringe sollten wir noch haben. Ja, da haben wir noch genug von. Lagerdeckel. Oh. Haben wir keine mehr? Kurbelwellenlagerdeckel. Setzen wir mal auf die Liste. Bläulagerdeckel haben wir noch. Schwungrad müssten wir dann auch kaufen. Und hier haben wir noch einen Zylinderkopf Standard, den wollen wir natürlich nicht haben. Hier haben wir noch den Kraftstofffilter in Tuning. Gut. Dann erschoppen wir mal eben den Zylinderkopf. R4 SOHC für 1000 Dollar. Und hier brauchen wir Kurbelwellenlagerdeckel. Da kaufen wir gleich mal 15 Stück ein. So, da ist das Tuning-Teil. Nockenwelle werden wir. Oh, eine mit Qualität 1. Verbauen wir natürlich auch gleich. Und das hier ist ja überschaubar. So. Damit wären die hier auch drin. Und dann sehe ich schon die nächsten Teile, die wir brauchen. Und die auch aus dem Tuningladen sind. Einmal hier die Zündspule. Zylinderkopfhaube. Gibt es natürlich nicht. Aber hier den Ansaugkrümmer. Den dürften wir auch im Tuninggeschäft bekommen. Nockenwellen. Zahnrad nicht. Nockenwellenrad. So. Moment. Die haben wir doch gerade gekauft. Die können wir doch gleich noch reinschmeißen. Dann können wir nämlich noch eine Wanne kaufen, falls wir noch eine brauchen. Ölwanne drauf. Fehlt nämlich. Gut. Dann lohnt sich der Shopping-Trip. So, hier kriegen wir die Zylinderkopfhaube. Oder gibt es die in Tuning? Das ist immer so eine Frage, ey.
Einige Teile sind total unlogisch. So, Zylinderkopf. Nee, ist alles nur Köpfe. Gut, dann war alles gut. Zylinderkopfhaube Standard. Warum haben wir die hier nicht? Ach, müssen auch drücken, ne? Zylinderkopfhaube Standard. Da ist er. Einmal. Das Nockenwellenrad und die Ölwanne. Nockenwellenrad R4 SOHC und Ölwanne R4. Da ist er. Gut. Dann holen wir schon mal einmal die Zündspule. Doppelfunken, ne? Ja. Den Ansaugkrümmer. Krümmer R4 MPI. Und Schwungrad. Die und die. Aber das Getriebe machen wir erst im Auto. Okay, den Zahnriemen hätte ich noch kaufen können. Ich Vollhorst. Zahnriemen R4. Und natürlich der Keilriemen. Gibt es da auch R4 bestimmt, ne? Nope. Wird das dann Standard sein? R6 doch hier. R4 SOHC, aber nur einer. Dann wird das andere wahrscheinlich ein Standard sein. Ein Riemenspanner. Die Abdeckung haben wir natürlich auch nicht. Super. Da wollte ich doch hin, Mensch. So. Und die Drosselklappe gibt es im Tuning-Zubehör. Oh, wir haben mal eine. Die sieht sogar anders aus. Aha. Da haben wir noch Spriteinspritzung. Gibt's aber Tuning. Das war das MPI, ne? Kraftstoffverteilung Typ MPI dürfte das sein, ne? Ja. 3%. Hier die Zündspule dran. Okay, und hier müssen wir jetzt die Zahnriemenabdeckung noch kaufen. Zahnriemenabdeckung R4. Kurbelwellenriemenscheibe für R4 haben wir nicht. So, jetzt haben wir eine. Jetzt muss ich nochmal gespannt auf die Keilriemen. Und da ist bestimmt ein Standard, ne? Keilriemen Standard Typ A. Toll. Keilriemen
Standard Typ A. Wo wird der sein? Da. Jawohl. Der Motor ist fertig zum Transplantieren. So, wir brauchen natürlich einen Kran. Wäre besser. So, und du kannst gleich hier wieder hinfort. Was brauchen wir denn hier vorne noch? Einmal einen Kühler. Den haben wir sogar. Lüfterzarge Typ A. Lüfterzarge Typ A und dann ist es auch bestimmt ein Typ A Ventilator, ne? Wird wahrscheinlich nur einer drin sein. Jawohl. Gut, ein Luftfiltergehäuse. Hier ist noch ein Flammrohr. So, Luftfiltergehäuse. Hier ist erstmal ein Deckel. Oder hat der einen speziellen? Ich glaube eher nicht. Und Luftfilter dürfen wir sogar noch einen haben. Jawohl. Da ist einer und Luftfilterdeckel Standard. Das montieren wir von unten. Boah. Batterie ist auch drin. So, Moment. Dann müssen wir nur noch... Ja, die Auspuffanlage brauchen wir natürlich auch noch, ne? Aber erstmal bremsen wir hier noch das Schwungrad rein. So. Getriebe haben wir auch. So, das sieht doch nice aus. Hier haben wir ein Tuning-Teil. Bauen wir natürlich da dran. Anlasser nur Zugang von da oben. Aber wir können die Teile schon mal hier wieder draufsetzen. Mittelschalldämpfer. Brauchen wir auch Tuning. Und hier ist ein V8 Endpot. Okay. Obwohl es ein R4 gibt. Aber wir können die Kardanwelle schon anbringen. Okay, haben wir. Dann besorgen wir jetzt die Auspuffteile. Und was brauchten wir noch? Ein Anlasser, das ist Standard. Und das andere, hoffen wir, kriegen wir hierher. R4. Abgaskrümmer. R4SOHC. Mittelschalldämpfer. Okay, den finden wir jetzt hier nicht. Den kriegen wir ja nur da drüber. So, Tuning und ein Endschalldämpfer. V8. OHV.
Gut. Hier fehlt doch noch was. Hallo? Was ist denn hier los? Warum geht das hier? Hier fehlt doch was. Kann doch nicht sein. Abgaskrümmer. Der wird ja nicht so lang sein. Anlasser, Zündkerzen haben wir drin. Sagt er, die fehlen. Das ist jetzt ein wenig komisch. Haben wir hier was beim Modell erstellen vergessen? Hatten wir sogar noch einen. Ah, hier fehlen tatsächlich noch Zündkerzen auf der Seite, okay. Das heißt, auf der Seite, der hat ja nur die zwei Zündkerzen noch. Und die Zündkabel. So. Nein. Oh, nicht Standard. Da. So, Zündkabel werden wir auch nicht haben. Aber da gibt es ja auch Spezielles. So, wo ist es? R4SOHC. Also der Auspuff. Respekt. Finde hier auch nichts. Da finde ich echt nichts. Schade. Wir bewegen den Wagen mal in den Eingangsbereich. Und wir brauchen auch noch die Karosserieteile, ne? Und zwei Sitze. Da gucken wir mal, haben wir nicht noch vielleicht irgendwelche Sitze, die hundertprozentig in Ordnung sind? Nein, nicht Fahrzeug bewegen. Hier wollte ich hin. Linker Vordersitz. Die Taifun-Sitze. TBX-Sitze sind jetzt nicht so prickelnd, ne? Aber sie würden passen. Ach. So, jetzt aber. Warum habe ich jetzt den eingebaut? So ein Vollhorst. So, am Lenkrad müssen wir mal schauen, ob wir da was Passendes haben. Eigentlich weniger. Also Lenkrad brauchen wir definitiv. Das holen wir eben noch. Die Frage ist, was das Bandit-Lenkrad würde da gut reinpassen. Das ist schon fast zu standardmäßig. Und wir müssen daran denken, wir wollen ja versuchen, dieses Gelb-Weiß zu kriegen. Deswegen holen wir jetzt dieses Bandit-Lenkrad. Das passt da ganz gut zu, finde ich.
So, gucken wir mal, ob der Hobel läuft. Es war kein Öl drauf, ne? Glaube ich. Ja, läuft auf jeden Fall. Und er läuft auch leise, dafür, dass die Hälfte vom Auspuff fehlt. Gut. Ja. Ich denke mal, für die Karosserieteile könnten wir Probleme bekommen, dass uns das Geld fehlt. Aber ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.